Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren supergeilen Freunde Plants vs. Zombies. Heute schauen wir uns mal das Stadtzentrum an mit den Zombies. Ich wünsche euch viel Spaß. Vergesst nicht zu bewerten. Ihr bewertet so schön wie bei den letzten Videos. Natürlich auch toll, weiter so. Und jetzt let's go. Wir haben Code leuchtend hellrot, wie wenn man zu lange in die Sonne starrt. Im Stadtzentrum breitet sich eine Untotenseuche aus. Was machst du noch hier? Alle gesunden Zombies gehen dahin, um sich testen zu lassen und um zu helfen. Los geht's. Dieser Ambobus bringt dich direkt zu Dr. Echter Doktor. Er arbeitet an der Heilung. Pier der Angst. Zugangspunkt für Reisende zum Pier der Angst im Stadtzentrum. Oh, was gibt's hier zu holen? Was, 26% habe ich schon geschafft. Ich war doch noch nie dort. Ach, die Zwerge zählen da auch. Die wir im Stadtzentrum schon gemacht haben. Okay, cool. Cool, cool, cool. Wir starten einfach mal durch. Und schauen uns das Ganze an, was jetzt auf uns wartet. Das ist ja praktisch. Das ist ja witzig. Okay, ich bin auf die Aufgaben gespannt, die es zu erledigen gibt. Was sind die Aufgaben, die wir da als Zombies machen müssen? Wie schaut die ganze Sache aus? Oh, auf jeden Fall spielt es in der Nacht. Und viel düsterer. Pier der Angst im Stadtzentrum. Warum greifen die Zombies Naperville an? Weil glückliche Menschen schmackhafte Hirne haben. Aha. Der Mauszeiger muss aus dem Bild. Warum habe ich hier den Mauszeiger auf einmal? Pier der Angst. Und ich hoffe, das Spiel läuft jetzt ein bisschen stabiler. Ich würde mal gerne nicht den 80er-Jahre-Typen nehmen, sondern vielleicht mal am Anfang den kleinen Wicht. Oh, hallo. Eine Porzellanpuppensammlung. Das wär's. Ding dong. Okay, da sind ein paar Quests für uns gleich ganz am Anfang. Da oben können wir was drücken. Hier ist eine Truhe. Wollen uns natürlich als erstes mal die Truhe. Und ein paar Tacos. Was ihr zu sehen bekommt in der Folge, kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich weiß nämlich selber noch nicht, was passiert. Wir starten einfach mal so ganz frech rein. Und wenn euch der Part gefällt, dann lasst doch gerne Bewertung und schreibt mir die Kommentare, was ich besser machen kann. Den Zwerg haben wir schon. Ja, cool. Und viel Spaß bei der ersten Mission. Ah, Frischling. Ich meine Neuling. Kannst du mir mal bei den Forschungen helfen? Ursachenforschung. Irgendetwas macht die Zombies krank und verwandelt sie in gesittete Mitglieder der Gesellschaft, die kein Interesse an Hirnen haben. Diese Seuche muss gestoppt werden. Eine Medaille und fertige Stinkbombe. Auftrag starten. Ursachenforschung. Finde die Quelle der Untoteninfektion. Schön gemachter Bildschirm. Test. Was ist besser? Hirn oder täglich duschen und Zahnseide benutzen? Ganz genau, Hirn. Du liegst richtig, muffelnder, ungeduschter Zombie. Ich bin Doktor, echter Doktor. Und ich bin kurz davor, durchzudrehen. Die Zombies verwandeln sich in Unzombies, spielen mit Modelleisenbahnen und interessieren sich null für Hirne. Dr. Zombies bezeichnet es als Infektion. Und ich auch, weil ich bin ja auch ein Wissenschaftler. Wir würden diese Infektion stoppen, wenn wir nur wüssten, wo sie herkommt. Du musst für mich die Quelle der Infektion rausfindig machen. Meine Assistentin, Doktor, Schwester, Doktor, geht mit dir, um sicherzustellen, dass du wissenschaftlich korrekt arbeitest. Beeil dich, stinke Zombie. Mach die Quelle der Untoteninfektion ausfindig. Okay, folge der Schwester. Okay. Wir folgen ihr. Was können wir denn überhaupt nochmal? Die Bombe können wir? Diesen Whirlpool? Okay, los geht's. Doktor, Schwester, Doktor. Oh nein, die gehören ja gar nicht zu uns. Tada. Genau, da muss ich mir erst einmal umgewöhnen, dass wir jetzt hier die Pflanzen eingreifen. Das sind ja nur so Supporter, kleine Pflanzen. Und ich wollte doch eigentlich mal noch gucken. Warum leckt das Spiel jetzt schon wieder? Die Grafikeinstellungen sind am Hund. Da kann nichts sein. Und eine Erbsenkanone. Ist ja auch so komisch, dass sie immer mal wieder ruckeln. Die Karotten sehen zwielichtig aus. Welche Geheimnisse sie wohl verbergen?
Okay, da schauen wir mal hin. Die Karotten. Lausche den Karotten. Checkpoint erreicht. Oh, hallo. Diese Karotten haben dich nur mit dem besseren Sehkraft infiziert. Such weiter. Oh, was ist mit den Pilzen hier? Ui. Oh nein, ich bin verwirrt. Beuge ihr. Ich muss mal ganz kurz noch mal gucken im Menü. Menü, Steuerung, Hausempfindlichkeit, Zielempfindlichkeit, Gamepad, Zieltipp. Beim Zielen halten, Kontrolle, Vibration, Zielhilfe hoch, Zielhilfe hoch. Okay, weil irgendwie ist das anscheinend hoch, aber ich merke da gar nichts. Der lacht mir doch jetzt hoffentlich nicht aus und sagt, oh, der spielt mit Zielhilfe. Was bringen mir die Pilze? Kann ich da auch irgendwie drauf schießen? Nee. Ey, hier ist ja richtig wenig los. Wie wir Pflanzen gespielt haben, dann war ja immer voll viele Zombies. Und jetzt ruckelt's wieder, oder was? Jetzt ruckelt's wieder 5 Sekunden. Und jetzt ist es wieder vorbei. Ja, die Pflanzen, die schlafen doch alle um die Uhrzeit. Wo bist du denn jetzt hin? Oh, da bist du ja. Uiuiui. Da gehen wir mal hier rein und machen mal Breakdance. Ja, sie hat mich auch noch geheilt, Doktor, Schwester, Doktor. Toilettenpapier, Toiletten können doch nicht schreiben. Verdächtig, ist das Papier auf? Toilettenpapier, okay, ich esse es auf. Ist ja auch. Kannst du stören? Du bist immer noch nicht infiziert. Hm, such weiter. Okay, suchen wir weiter. Das macht hier richtig Spaß hier. Oh, was ist das hier? Oh, noch ein Pilz. Was ist das für eine super Gadgetto-Maschine? Auftrag läuft. Schätze, du kannst an diesen total normalen aussehenden Pilz schnüffeln. Okay, schnüffeln wir mal doch. Riechen! Rieche an Pilzen. Erledige die Pflanzen. Ui, hallo? Die haben wir doch gleich erledigt hier mit dem kleinen Wicht. Bing, bing, bing. Moment, meine Assistentin benimmt sich komisch. Inspirierend. Hühner sind ekelhaft. Zu viel Gluten. Aha. Untersuchen. Komm mal her, ich muss dich untersuchen. Checkpoint erreicht. Sie ist infiziert, oh Schreck. Es ist der Pilz. Komm zurück, damit ich euch untersuchen kann. Okay, folge der Schwester. Wir werden ihr trotzdem jetzt noch folgen. Tschu. Turbo. Es sind die Pilze, die uns... Oh, was sind das für Pilze? Die kenne ich noch gar nicht. Kleine Rucklerpilze. Wenn ihr eine Idee habt, wo die ganzen Ruckler herkommen, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Weil meine Systemanforderungen sind eigentlich jetzt schon relativ niedrig gesetzt. Ich wüsste jetzt nicht, woher es liegt, daran liegt. Oder ist es bei euch auch so? Okay, hier machen wir noch mal ein paar Dinger hier platt. Reporter. Oh nein, der Pilz hat mich infiziert. Pilz stirbt. Okay. Und zurück zum Doktor. Zum Doktor, echter Doktor. Okay, und Turbogang. Oh nein, das wollte ich ja gar nicht. Oh shit. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Vielleicht liegt es auch im neuen Windows-Update. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, ich hatte ja schon öfters Messerruckler. Wo ist denn der Pilz? Ess ihn doch.
Und tschüss, du Pilz. Ursachenforschung, Auftrag erfüllt. Tada, vielen Dank. Also, ist der Pilz die Quelle der Untoteninfektion? Hm, aber du bist nicht infiziert. Meine olfaktologische Theorie. Die Pilzinfektion wird durch unseren Supergestank abgewehrt. Deine Müffelkörper muss diesen Pilzepanzer, Pflanzer stoppen, der hinter der Sache steckt. Giftporling. Ein furchtbar gemeiner, gar nicht netter, angsteinflößender Pilz. Und du darfst gegen ihn kämpfen. Aber dieses Versteck ist durch diesen Pilz blockiert. Wie kommen wir wieder rein? Ich muss nachdenken. Denken tut weh, aber dafür habe ich jetzt eine, wie sagt Dr. Zombo so schön, eine Idee, Schwachkopf. Pilze essen Gestank? Also lass uns eine Stinkbombe bauen. Ich war eh schon dabei, wenn auch für streng wissenschaftliche Streiche. Ich habe die Zombies losgeschickt, Komponenten zu suchen. Das uralte Furzifakt und einen Ballon und einen Zünder. Finde diese Zombies und du findest die Teile der Stinkbombe. Normalerweise tut das Nachdenken voll weh. Oh nein, ich glaube, ich bin auch infiziert. Bitte beeil dich für mich und nerv mich nicht mit Tacos. Die sind zum Tauschen mit Otto Hopster, nicht für die Wissenschaft. Okay, und fertige Stinkbombe besorgen. Anordnung des Doktors abgeschlossen. 5000 Münzen erhalten. Wo ist denn Otto Hops? Stadtzentrum. Wir sind ja hier hinten. Was ist mit dem? Goldenen Zwerg? Warum habe ich den nicht? Die ganzen Truhen habe ich auch nicht? Nein, okay. Zwei goldene fehlen mir ja hier einmal. Und der anderen goldenen Zwerg weiß ich gar nicht, wo der sein könnte. Da muss ich mal nochmal gucken. Bam, 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 bam. So, Fortschritt, Medaillen. Aber ich würde jetzt mal gern wissen, wo dieser Otto Hops ist. Wo soll denn der sein? Und wo sind die überhaupt, die Sachen jetzt? Hier, Stinkbombe, der Ballon. Okay, hier ist auch nochmal so ein roter Bezirk. Und dann haben wir noch nicht recht viel, außer dieses Teil. Das könnten wir ja eigentlich noch schnell mal holen. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Da ist er ja. Bist du Otto Hops? Okay, hier können wir anscheinend Bekleider abholen. Und mit Tacos handeln. Tada, Tacos handeln in Geld. Dann können wir wieder die Karteninfos machen. Dann Alien-Diebstahl, super selten, Siegestafel. Knaller Fuß, ein bisschen Optik können wir hier noch kaufen, ausbügeln und die ganzen Zwerge natürlich. Cool. Cool, cool. Das ist ja mal richtig nice.